Syntastisches Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Und heute craften wir mal einen richtig heftigen Sportwagen. Wenn es dir gefällt, wie wenn ihr wissen wollt, quasi, wie man einen schönen Sportwagen in Minecraft craftet, dann lasst mal gerne jetzt allen Like da, weil heute zeige ich euch das, wie das eben geht. Und jetzt wünsche ich natürlich ganz viel Spaß mit dem Video. Natürlich könnt ihr auch noch ein Abo da lassen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und jetzt ganz viel Spaß. Oh Gott, Leute, ich muss schnell nach Hause. Meine Mutter hat mich gerufen, aber ich muss noch so lange nach Hause laufen. Ich habe gar keine Lust, so viel zu laufen. Am liebsten bräuchte ich jetzt ein Auto oder ein Flugzeug oder was weiß ich. Hauptsache, ich komme eben schneller nach Hause, Freunde. So, ganz kurz mal gucken. Hier entlang, was da entlang? Nee, von da kam ich. Da musste ich in die Richtung hier. Wartet mal, Freunde. So. Okay, warte mal. Was steht hier auf dem Schild? Bock, einen richtig krassen Sportwagen zu fahren? Ja, ich habe zwar noch keinen Führerschein, aber ja, warum nicht? Dann laufe in Richtung Norden und erfahre mehr. Leute, soll ich jetzt nach Hause gehen oder in Richtung Norden laufen, mit einem Sportwagen nach Hause fahren? Ja, komm, wir gehen mal in Richtung Norden. Es ist aber geradeaus da. Macht man ja gar nichts verkehrt, Freunde. So, und überlegt euch mal, wir könnten jetzt tatsächlich den Sportwagen craften, Freunde. Das wäre ja der Hammer. Okay, ich sehe da hinten auch schon was. Das könnte sein. Naja, komm, wir gehen einfach mal hin. Ich sehe da auch so eine riesige Sandmauer, sage ich jetzt einfach mal. Naja, gucken wir jetzt einfach mal ganz spontan nach, so was es hier ja auf sich hat. So, meine Freunde, da sind wir jetzt auch schon angekommen und... Okay, hier ist eine Schlucht und da rechts sehe ich was. Warte mal, das ist so... Okay, hier sind Blumen, Glas, Blumen, Kohle, Ofen, Minecart und Redstone-Fackeln und... Dann kommt sowas, das ist auch, erinnert mich an Lamborghini, das Zeichen. Und hier ist ein Crafting-Feld. Das heißt, quasi, wenn wir das da reinlegen, bekommen wir das. Kann das sein? Ich glaube mal, wenn wir den Schalter hier dann umheben, wird hinten dran halt das Auto sein, würde ich sagen, Freunde. Ja, wir könnten natürlich uns jetzt einfach nur verarschen lassen, dass wir gar keinen Lamborghini bekommen oder halt irgendeinen Sportwagen. Aber wir probieren es einfach mal. Cool, hier sind sogar Diamantsachen drin. Dann muss das echt sein. So, also, wir brauchen Blumen. Erstmal, wir sagen, gucken wir mal nach den Blumen, Freunde. So, wo könnten hier denn Blumen sein? Ja, hier sind überall Blumen, wir brauchen blaue Blumen und keine weißen. So, Freunde, sind hier irgendwo... Habt ihr schon blaue Blumen hier gesehen? Ich glaube, das entscheidet dann quasi die Farbe von dem Auto. So, ich guck mal hier ganz ruhig mit meinem Fernglas. Ne, gelb, weiß, Bislang sieht es hier nirgends danach aus. Ah, hier, Freunde. Zwei blaue Blumen brauchen wir, ne? Wenn wir die haben, legen wir die schon mal in die Kiste zurück. Ja, zwei Stück. Da sitzt es, Leute. Perfekt. So, zack. Eine Blume haben wir. Und hier ist dann eben die zweite. Ich würde sagen, die bringen wir auch direkt mal zurück. Und dann ist das, wir alles quasi immer schon sicher in unserem Inventar liegen haben. Das in der Kiste dann halt, dass da nichts passieren kann. So, mach mal ganz kurz auf hier. So, also zwei Blumen können wir schon mal abhaken. Zack, zack. Danach brauchen wir noch einen... Oder nee, wir legen es einfach direkt da oben rein. Das ist doch viel besser. Zack, zack. Hallo? So, zack, Moment. Perfekt. So, als nächstes brauchen wir Kohle und einen Ofen. Da würde ich sagen, gehen wir am besten in die Schlucht hier unten rein. So, da gibt es doch bestimmt genug Steine für einen Ofen, ja. So, wir machen hier direkt mal 9 Steine brauchen wir für den Ofen. Das ist natürlich schon mal essentiell. Und Kohle. Und da haben wir... Ja, Kohle findet man ja sehr, sehr leicht. Deswegen haben wir da auch schon mal Glück. Und wir brauchen noch Redstone-Fackeln. Das ist für mich gerade ein eher größeres Problem, Redstone-Fackeln zu finden, Freunde. Beziehungsweise Redstone, um eben dann die darauf folgenden Redstone-Fackeln zu machen. So, deswegen gucken wir hier einfach mal. Geht's hier irgendwo runter? Ja, hier ist Eisen. Hier ist ein Skelett, Freunde. Oh Gott, ihr seht, glaube ich, jetzt gerade gar nichts. Ihr seht, glaube ich, gerade gar nichts. So, wartet mal. Hey. Skelettboy. Okay, langsam wird... Der stirbt ja fast gar nicht, okay. Ja, wir brauchen irgendwie jetzt... ein bisschen Redstone. Redstone. Es tut mir leid, Freunde, ihr werdet gleich wieder was sehen. So, oh Gott. Wo könnten hier Redstone sein? Auf dem Bereich, wo ich gerade war, war jetzt nichts. Dann gucken wir einfach nochmal auf der anderen Seite. Oh, Gold. Nehme ich einfach aus Prinzip mal mit, Freunde, würde ich sagen. Da kann mir noch keiner was vor, wenn ich ein bisschen Gold mitnehme. So, Gold, Golderinho, das ist schon mal nicht schlecht. So, Kohle, ja, okay, die habe ich im Inventar. Ich dachte schon, die habe ich vergessen. Vielleicht hier irgendwo mal reingraben oder sowas. So, Leute, wir sind gleich wieder oben. Keine Sorge. So, nee, vielleicht hier unten, da kommt Lava, glaube ich. Lava.
Habt ihr das irgendwas gesehen, Freunde? Schreibt mal in die Kommentare. Nee. Dann gehe ich einfach wieder nach oben lang. Kümmern wir uns erstmal um die anderen Sachen, Freunde. Und danach kommen wir eben zu dem Redstone, würde ich sagen. So. Kommen wir mal ganz kurz hier mit dem Quarz hin. Zack. Dass wir hier schnellstens wieder rauskommen. Wo kamen wir denn her? Von hier links oben, ne? Oder? Ja, oder? Ja, ich glaube, von hier oben kamen wir. Nee, jetzt hab ich mich jetzt hier ernsthaft verlaufen in der Schlucht, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Nee, wir kamen von hier oben, ne? Von hier oben kamen wir so. Oh, Leute! Hier ist Redstone. Warum habt ihr keiner Bescheid gegeben, dass da Redstone ist, Mensch? Bin ich einfach vorbeigelaufen. Jetzt haben wir diese Sorge auch schon mal weniger und können jetzt erstmal entspannt wieder nach oben an die Erdoberfläche gehen. Und uns dann um die weiteren Sachen kümmern, die wir craften müssen. So. Perfekt, Freunde. Zack, zack. Ja, und es wird auch schon langsam dunkel. Hey, Mensch, was ist denn Jens los? So, wir haben alles Nötige, glaube ich, jetzt was. Es fehlt nur noch das Glas und halt ein bisschen Holz, dass wir alles zusammen craften können. Das ist schon mal nicht verkehrt, wenn wir das alles haben. So, perfekt. So, okay, nein, wir machen einfach so. Wir bauen uns einfach jetzt hier hoch und dann haben wir da keinen Stress mit. So, zack. Hier nach oben wieder. So, nein, nein, nein. Hey, hey, hey. Oh mein Gott, Freunde. Das war richtig close. So, schnell nach oben. Ein bisschen Stein bräuchten wir noch. So, perfekt. So, schnell, 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 schnell. Und dann gehen wir jetzt sofort ans Craften, würde ich halt wieder sagen. Ja, das ist das einzig Sinnvolle, was wir hier eben machen können. So, zack, zack, zack. So, jetzt würde ich sagen, sind wir eigentlich gewappnet, um Holz zu holen. Das haben wir hier. Perfekt, und dann können wir gleich eben unser fertiges Auto abholen. Vor allem, es ist halt jetzt gerade Nacht, das heißt, es wäre umso besser, weil sonst komme ich noch viel zu spät nach Hause. So, Holz machen wir zu diesen Bänken, zack. Was brauchen wir? Eisen! Ich habe kein Eis mitgenommen, Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, also erstmal mal jetzt, wir brauchen Redstone-Fackeln, 2 Stück. So, haben wir, zack, zack. Dann brauchen wir Kohle, haben wir auch mitgenommen, zack, zack. Dann brauchen wir noch einen Ofen. Haben wir jetzt gecraftet. Zack. Kann man den dann nicht reinmachen, den Ofen? Hä? Ah, hier ist der Ofen. Okay, doch. Ofen jetzt. Glas brauchen wir noch. Und noch Minecart. Noch ein Minecart, Freunde. Und Glas bekommen wir ganz leicht, indem wir hier einfach ein bisschen Sand nehmen. Und dann haben wir quasi schon unseren... Da können wir quasi den Ofen vorher benutzen, um das Glas zu brennen. So sparen wir quasi richtig viel Blöcke. Und ja... So, dann nehmen wir den Ofen nochmal ganz kurz hier raus. Zack. So, machen hier Glas und gehen nochmal ganz kurz runter und holen hier Eisen, würde ich sagen, Freunde. Eisen ist ja sehr leicht zu finden und da oben haben wir auch schon Eisen, so gesehen. Also alles easy, Freunde. Wir haben hier gar keinen Zeitdruck und kriegen alles locker über die Bühne. So, ich hoffe, euch gefällt bislang das Video, wie wir das hier alles hier unsere Ressourcen zusammen craften, Freunde. Eisen brauchen wir 5 Stück. Okay, fehlen uns noch 3. Das war natürlich jetzt ein bisschen suboptimal, nenne ich es einfach mal. So, wow. Dann ist hier nochmal ein bisschen Eisen kommen. Oh, es ist halt tatsächlich nur ein Eisen. Oh, wenn man vom Teufel spricht, Freunde. Da kommt hier direkt eine ganze Ader. So, und jetzt gehen wir schnellstens nach oben. Und dann haben wir das alles schon. So, schnell den Wasserfall hier hochklettern, sagen. Hochschwimmen. Den Wasserfall oder was weiß ich, wie man es eben nennen mag hier. So, zack. Zack, zack. Und jetzt gehen wir einfach nach oben. So. Und gehen einfach die ganzen Steine, die ganzen restlichen. Und dann sind wir schnellstens wieder oben und können uns dann auch safe jetzt alles fertig machen. Weil wir haben ja dann wirklich alle Sachen, die wir brauchen, ne? Schon vorbereitet, ne? Würde ich sagen. So. Dann. Zack. Und ja, ich würde sagen, jetzt bin ich mal gespannt. Das Dings ist ja jetzt schon durchgebrannt hier. Der Ofen, so, Glas haben wir, zack, das heißt, wir machen jetzt hier den Ofen wieder hin, oben das Glas, so, das drehe ich mal ganz kurz richtig und, oh, ich muss nochmal kurz den Ofen rausholen, Freunde, es tut mir leid, so, um das Eisen eben zu schmelzen, ne, so. So, Leute, das Eisen ist jetzt auch sofort fertig, zack, so, dann haben wir das auch schon mal fertig und jetzt können wir einfach hier eine Lore machen, die kommt nach ganz unten, zack, jetzt der Ofen hier hin. Und das haben wir quasi die Möglichkeit einfach, ich hoffe, dass es jetzt klappt, einfach hier zu drücken und... Hallo? Hey, warum geht das nicht? Hä, was ist denn Jens los? Ist ja die Redstone-Schaltung kaputt. So? Warum geht denn die Redstone-Schaltung hier nicht, Freunde? Hä?
Wenn man, so, hab ich jetzt... So, wenn ich das kaputt mache? Wartet mal. Nö, irgendwie... Hä, warum geht das nicht weg? Hä, Leute, bin ich... Hä? Können wir so... Wir hätten es auch einfach selber aufmachen können, kann das sein? Ja, Tatsache, da ist einfach Erde. Sonst fährt es einfach alles hier runtergeflogen und ich sehe gerade, da ist unser Sportwagen, Freunde. Heilige Makrele. So, guckt euch mal an, Freunde, müssen wir den Weg hier selber frei machen einfach. So, hier ist unser Sportwagen, Freunde. Und hier drin ist noch Treibstoff, perfekt. Dann würde ich sagen, füllen wir jetzt den Laden hier auf, ne? So, und fahren einfach jetzt weg, Freunde, herrlich. Wir haben einfach unseren eigenen Sportwagen. Alter, ist das heftig, Freunde. Ich fahre jetzt sofort nach Hause und erzähle meiner Mutter davon. Wartet mal, so kurz nach oben gehen und dann würde ich sagen, Freunde, guckt es euch an. Einfach mit unserem eigenen Sportwagen fahren wir jetzt nach Hause. Wenn das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like. Da würde mich mega freuen, wenn ihr weitere Crafting-Videos sehen wollt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.